Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel von Werder Bremen gegen Hannover 96. Endstand vor 14.000 Zuschauern im Wohnen-Westfalen-Stadion 1:1. Ich begrüße hier beide Trainer auf dem Podium und möchte Herrn Zimmermann bitten, sein Statement zum Spiel abzugeben. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ein paar Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Dann haben wir es ganz gut hinbekommen und, glaube ich, so bis zur Halbzeit auch gut im Spiel gewesen, hatten ein ausgeglichenes Spiel. Zweite Halbzeit hat Bremen dann am Anfang viel Druck gemacht. Da sind wir nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen. Da haben sie sich ein paar Mal durchkombiniert. Und dann bekommen wir ein Tor nach einer Standardsituation, was dann eigentlich zu einfach war. Danach haben wir eine gute Reaktion gezeigt. Ein, zwei Chancen vergeben, sind aber trotzdem dran geblieben. Machen dann den Ausgleich und ich denke, in der letzten Viertelstunde hatten wir schon noch zwei, drei Großchancen. Wenn wir davon eine machen, dann fahren wir ja auch mit einem 2-1-Sieg nach Hause. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Markus, bitte deine Analyse. Ja, hallo zusammen. Ich glaube, das war das erwartet schwere Spiel. Das hat man auch gemerkt. Wir sind am Anfang gut reingekommen, haben gute, ordentliche Aktionen gehabt, ohne wirklich zwingend zu sein, haben dann Torschüsse aus der Distanz gehabt. Und haben dann so nach und nach ist das Spiel immer ausgeglichener geworden, auch wenn wir insgesamt im gesamten Spiel mehr Ballbesitz hatten und auch mehr Zweikämpfe gewonnen haben. Aber wir waren nicht so zwingend nach vorne. Und in der Halbzeitpause haben wir darüber gesprochen, dann sind wir raus. Und ich glaube, dann die erste Viertelstunde war dann auch auf unserer Seite, klar auf unserer Seite. Und wir haben dann auch ein bisschen verändert, was den Aufbau betrifft. Haben dann nochmal Josh wesentlich mehr ins Zentrum reinbekommen, um den Flügel da mit Manu zu besetzen. Und dann haben wir es auch, glaube ich, ganz gut gemacht, sind in die Zwischenräume gekommen, aber wir sind nicht wirklich vors Tor gekommen. Haben zwar so Ansätze gehabt von Torchancen, aber ohne wirklich klar Torchancen zu haben. Dann machen wir das Tor aus einer Standard. Wir haben extra Niklas auch für uns auf dem Schirm gehabt, dass er spielt von Beginn an, weil er auch einfach ein guter Standardschütze ist. Gehen dann 1-0 in Führung und dann haben wir es uns selbst zuzuschreiben. Durch so eine Konteraktion, du führst 1-0 und wirst dann selber im eigenen Stadion ausgekontert. Und da die Tiefe zu sichern, ich glaube, das wäre recht leicht gewesen. Das haben wir nicht gut gemacht und dann bekommen wir das Tor. Und dann haben wir halt gemerkt, dass die Mannschaft noch nicht so stabil ist. Dass halt das letzte Jahr auch irgendwo, gerade was den Wettkampf betrifft, so ein bisschen in den Kleidern steckt. Das war in der Vorbereitung am Anfang auch zu merken. Das wurde dann auch besser. Und das ist jetzt ein Prozess, den wir halt begleiten müssen. Und da muss man auch sagen, dass wir hinten raus die eine oder andere Situation, so wie es ja auch eben angesprochen worden ist, auch überstanden haben. Zetti hat uns dann auch einmal gut im Spiel gehalten. Aber da hätten wir sicherlich vielleicht auch das Gegentor bekommen können. Wir hätten allerdings aber auch vorher mit Beginn der zweiten Halbzeit das Tor machen können. Und ja, ich glaube, am Ende ist es unentschieden dann so okay, wie es gelaufen ist. Es ist halt zweite Liga. So ist halt die zweite Liga. Das haben wir gestern gesehen. Da kann jeder jeden schlagen und das wird auch immer so bleiben. Und daran müssen wir uns leider gewöhnen. Wir sind jetzt in der zweiten Liga und so werden die Spiele halt nun mal laufen. Ja, Markus, auch dir vielen Dank. Wenn es jetzt Nachfragen gibt, bitte einen kurzen Hinweis in den Chat schreiben und dann nehme ich Sie und euch dran. Hörst du mich? Ja. Andreas Willicke schreibt zwar nicht in den Chat, aber spricht trotzdem. Bitte schön. Kannst du ehrlich sagen, dass das zwei verlorene Punkte sind? Nein, auf keinen Fall. Also wir haben eine Leistung gezeigt, auf der wir aufbauen können. Wir haben 90 Minuten durchspielen können. Auch physisch haben wir einen stabilen Eindruck gemacht. Und wir nehmen einen guten Punkt aus Bremen mit einer guten Leistung, auf die wir aufbauen. Aber das wäre sehr, sehr vermessen jetzt bei so einem starken Gegner, der uns wirklich auch das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Wäre sehr vermessen, jetzt hier von verlorenen Punkten zu reden. So, meine Nachfrage zu Simon. Du hast den dann, glaube ich, irgendwann nach seinem Eigentor wirkte er so ein bisschen hektisch und fehlerhaft. Wahrscheinlich wollte er alles wieder gut machen. Hast du ihn mal zur Seite genommen, hast ihm gesagt, mach mal langsam? Oder was hast du ihm gesagt? Naja, wer Fallett kennt, der weiß, dass der gar nicht langsam kann. Der gibt immer alles. Da ging es um taktische Dinge und ich weiß auch gar nicht, also ich habe schon so gesehen, dass Toprak das Tor gemacht hat.
Ist aber auch jetzt zweitrangig. Nee, ging um taktische Anweisungen. Ansonsten hat er heute ein richtig gutes Spiel gemacht, wie viele andere auch. Florian Krebs von der Bild Hannover, bitteschön. Ja. Hallo, Simbo. Herzlichen Glückwunsch zum 1-1. Bist du zufrieden mit deinem Debüt? Orientiert sich so ein bisschen an der Frage eben vom Kollegen Willig, ne? Aber bist du zufrieden? Ja, nochmal, es geht ja überhaupt nicht hier um mein Debüt, es geht um die Leistung der Jungs und mit der Leistung bin ich in weiten Teilen zufrieden. Nach dem letzten Vorbereitungsspiel der letzten Saison war das mit Sicherheit eine tolle Reaktion, auch gerade nach dem 0-1, wie wir da zurückgekommen sind und wie wir es dann am Ende durchgespielt haben. Da nehmen wir wirklich viel Positives mit, ist ein erster Schritt, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte nochmal, Herr Krebs. Ich mache gleich nochmal weiter. Simon, einen Satz vielleicht zu Marvin Ducksch, den hast du dir auch beiseite genommen, hast ihm ein paar Sätzchen gesagt. Ich denke mal nur Gutes, trotz der beiden vergebenen Riesenchancen, oder? Ja, Marvin Ducksch hat heute an Laufbereitschaft gegen den Ball, an Körpersprache alles richtig gemacht, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich habe ihm vorher gesagt, wenn er sich in den Dienst der Mannschaft stellt, wenn er so arbeitet, wenn er 90 Minuten positiv bestreitet, wird er seine Situationen bekommen. Die bekommt er, die hat er bekommen, hat ein Tor gemacht und hat eine sehr starke Leistung gebracht. Und auch da gilt es jetzt für ihn genauso weiterzumachen. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann Ihnen und euch vielen Dank und einen schönen Abend, unseren Gästen eine gute Heimreise und alles Gute für die Saison. Und ja, bis in 2 Wochen hier wieder im Wohn- und Westweserstadion. Danke. Gibt's doch gar nicht, dass nur bei mir mal Fragen sind.